Das ist nicht. Kann ich mittlerweile schon was Neues? Nee. Gut. Kann ich beim Pferdehändler, der wird doch auch hier irgendwo in der Nähe. Da habe ich da eben so ein Stallsymbol gesehen. Reichtum für alle, sagen sie. Nun, wo ist der? Wo ist der Profit? Wo ist der Frieden? Kannst du nicht nur rummeckern. Das ist alles nur für die Griechen, nicht für uns Ägypter. Die Mann, neuen Mann, Gesetze Mann, Mann. Wurden Warte mal, bis die Römer kommen. Wird doch richtig gut. So. Ah, Hallöchen. Kaufen. Hallo, mein Freund. Oder kann ich nur Reitschule kaufen? Wie kann ich helfen? Majestät. Majestät ist ein sehr schnelles und robustes Reittier, aber da er von seinen vorherigen Besitzern etwas verwöhnt wurde, braucht er ständig Pflege und Aufmerksamkeit. Das klingt eigentlich gar nicht schlecht, ne? Sehr schnell. Man kann leider die Werte nicht vergleichen, das finde ich ein bisschen doof. Muss ich ihn mal holen? Ich weiß nicht, ob der wirklich besser ist. Gib hier mal Geld aus für irgendwelche Reittiere. Na gut. Wollen wir eben zum Hafen. Also ich meine, eigentlich langsamer kann es auch nicht sein, ne? Die Griechen in Ägypten werden immer fetter und reicher, während wir hungern. Die Armen zahlen mehr Steuern als die Reichen. Hab ich hier auch noch irgendwie ein kleines Boot? Ansonsten, wenn ich ins Wasser reinspringe, dann kommt eh leider angefahren. Brauch nur das Wasser ganz leicht berühren, dann kommt hier, pass auf. Irgendeiner gibt gleich mit Vollgas fett auf mich zu. Wie sind wir hier untertauchen? Muss ich gleich hier was sehen. Eigentlich dauert das nicht lange, ne? Okay, diesmal interessiert das niemanden. Ja, rumspringen. Kein Scheiß. Ich dachte, jedes Mal, wenn ich ins Wasser springe, kommt da einer angefangen. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Töte den Hauptmann, töte den Kommandanten, Schatzplündern 2. Nichts einfach. Jetzt kommt er. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Nee, nee, nee. Thema ist durch. Hau ab. Hau ab. So, also mit mehr Gesundheit sollte das auch machbar sein. Da ist eine Waffe verflucht, da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? So. Nochmal dasselbe. Höchst ist mein Anspruch dann auch hier das Ganze einzunehmen wieder. Wird nur schwierig, der hat Level 29. Hallo. Der hat Level 29. Entsprechend schwierig ist das. So, er sitzt. Hab ich denn Schlafpfeile? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das, glaube ich, erforscht. Genau, hier sind die Schlafpfeile. Erlernt. Und mit Level 4 kann ich die ausrüsten. Mit 4. Gut, aber wir haben nur diese Brandbomben. Das ist auch nicht, was mir Schaden machen würde. Der letzte Tauchgang hat sich gelohnt. Dieser Goldsobek ist ein Vermögen wert. Und in dem Wrack könnte noch mehr sein. Verdammt! Woher? Hättest weglaufen sollen, als du noch konntest! Ich töte dich! Was? Komm, Schmarotzer, ich zerquetsch dich zwischen den Fingern. Ist er leicht vor ihm zu fliehen? Da bist du. Das war's. Stirb. Hab ich dich. Da bist du. Ich hab das Ziel in Sicht. Angreifen wollte ich jetzt nicht. Ach Mist, ich wollte nicht ganz runterspringen. Ich wollte eigentlich nur über die
Rüssel mehr rüber. Na gut. Nein, ich bin gut. Ein Hinweis? Bisher nicht. So, bist du jetzt tot? Endlich, meine Güte, der hält aber gut was aus, ne? So, den Kommandanten habe ich getötet. Da habe ich noch einen kleinen Schatz. Belobigung, na. Kohlenstoffkristall, sehr gut. Nummer 1. Gibt es hier noch ganz viele Sachen? Hier noch irgendwas. Da hinten ist noch was. Noch mehr? Tatsächlich. Ein bisschen Holz gab es noch. So, aber damit ist das Schiff auch komplett. Hey. Ich schlitze ihn. Ah, das ist ein Problem. Brennt ihr nicht? Da. Sehr gut. Mann. Die sind raus. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der nächste. Wo war der Kommandant? Cool. Gut, der wird jetzt nicht das Problem sein. Was? Sterb! Gut. Ja, jetzt die Frage, wo ist der. Der Hauptmann drauf? Sag mal, wo finde ich den? Da ist er. Ja, so muss ich da mal rüber. Da nochmal alles auseinandernehmen. Und noch ein zweiter Schatz. Wo finde ich den denn? Auch drüben. Ist hier der Schatz? Oder für, ach, den finde ich hier auch noch. Das ist ja auch doof. Gut, also müssen wir beide Schiffe nochmal rüber. Um das Ganze hier einzunehmen. Rüberschwimmen. Das dürfte eigentlich nicht das Problem sein, weil das sind jetzt nur zwei Bogenschützen. Die können eh immer nichts. So, wen nehme ich zuerst raus? Oh, das ist ja sehr einfach. Ah, den noch. Sehr schön. Ich könnte sagen, ich habe einen Lauf. So. Schwere Keule. Noch irgendwas zum Plündern, Tatsache. Das hätte ich aufkommen können. Ist hier noch was? Hier sind Pfeile, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Pack ein, pack ein, pack ein. Und dann haben wir hier vorne noch was. So, dann ist das kleine Boot auch schon mal eingenommen. So, jetzt muss ich aber drüben den Hauptmann nochmal einen über den Kopf geben. Müssen wir tatsächlich schon mal auf die Zeit gucken, weil wurde heute eigentlich nur das Krokodil schaffen. Wie komme ich da am besten rüber?
Oh, die stehen da auch noch. Ist denn da irgendwie so ein Feuer, das ich entfachen kann? Nee, sieht nicht so aus. Okay, der wäre dann schon fast tot. Hey, Bob! Dich schlitze ich auf! Nein! Och, sag mal, du spielst doch irgendwann gleich runter. Geschichte, Kollege. Oh, nein, ich war voll reingerannt. Na, no, oh, oh. Oh, gut, dass er daneben schießt. Oh, meine Güte. Puh. Oh, ich bin auch voll reingerannt, ne? Das war gefährlich gerade. Sein Ende, hoffe ich. Ja. Sehr schön. Oh, gibt noch ein Sichelschwert. Das finde ich gut. Gut, dann habe ich das. Also, ich habe. Achso, den goldenen Sobek muss ich noch. Der war aber, glaube ich, auf dem Hauptschiff, oder? Stufenaufstieg bekommen. Also, das hat sich auf jeden Fall alles gelohnt, hier das zu machen. Ich muss aber da hinten noch die Figur einsammeln. Überschwimmen. Das ist das kleinste Problem. So, dann habe ich den anderen Gold so weg. Krieg dann die Quest auch noch. Oder hab dann die Quest auch noch fertiggestellt. Dann nochmal Erfahrungspunkte. Und ich glaube, das Schwert wird wahrscheinlich ein bisschen besser sein als das, was ich eben gerade gekauft hatte. So. Eine goldene Sobek-Statue. Sie ist wunderschön. Also, ich hab grad. Der Junge sagt die Wahrheit. Ich sollte die Gold-Sobeks zu diesem abscheulichen Priester bringen. Was ist, wenn ich das nicht mache und die einfach verkaufe? So. Schnell anlegen. Schön voll Dampf hier auf. So, zack. So. Kaputt. Seid ehrenhaft. Zahlt eure Opfergaben. Lass ihn zufrieden jetzt. Sonst teilt ihr das. Priester, ich habe eure wertvollen Gold-Sobeks. Euer Novize sagt die Wahrheit. Dieser nichtsnutzige Junge macht nichts als Ärger. Dann bestrafe ich ihn eben wegen seiner Nachlässigkeit. Euer Gewand maskiert nur, wie feige ihr seid. Götter, ich hasse Masken. Diese Sache geht dich nichts an, Zichetti. Kriech zurück in dein Loch in der Wüste. Was ich mich frage... Ich bin ein Magi, du ehrloser Hund. Ich habe die Befehlsgewalt hier, Magi. Rette den jungen Küster. Deine Befehlsgewalt wurde dir mit der Maske entrissen. Mögest du friedlich in die Duat eingehen. Ich hätte jetzt gedacht, das könnte das Ruhi sein. Achso, den kann ich ja nochmal. Die Mission kann ich ja gleich nochmal annehmen, da. Ja, komm her, komm her, komm her. Oh, der hat mir mal eine Schelle gegeben.
Au, 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 au. Wer schießt denn noch? Sag mal, oh, das eskaliert hier gerade wieder. Das eskaliert gerade wieder. Oh. Kriegen die auch noch Verstärkung? Oh, sag mal, wir haben noch die Reiter jetzt hier. Du bist kein Kind, du hättest fliehen sollen, als du noch konntest. Ja! So, der ist schon raus. Und die Reiter nerven mir jetzt kaum. Stirb gefälligst! Ja! Aua, aua, aua. Boah, scheiße. Er versucht wegzuschwimmen. Ja, ich glaub mir fast keine andere Wahl jetzt hier gerade. Deine Zeit ist um. Ja, ja, genau. Ich kann mich nicht mehr wegbewegen, ey. So ein Scheiß. Warum kommen die denn zur Hilfe? Och, Mist. Ah, läuft ja wieder richtig gut für mich. Hätte ich auch erstmal das andere Schwert ausrüsten sollen. Ich habe doch jetzt eben gerade hier noch eins bekommen. Das kann eigentlich nur besser sein. Allein schon von den Attributen her, ne? Na gut, es hat ein bisschen weniger Schaden, aber dafür eine kritische Trefferchance. Daher schon mal besser. Das kann ich schon wieder einbauen. So, den schweren Knochenbrecher. Ah, schwere Keule raus. So. Ich will weiter mit Schild kämpfen. Ich bin ein Magi, du ehrloser Hund. Ich habe die Befehlsgewalt hier, Magi. Au, ey, was ist denn geworfen gerade? Hey, wer bist du? Oh ne, hier ist schon wieder einer. Oh ey, wie schnell ist hier denn das Kamin? Berserker-Modus. Ah, bringt mir nichts. Oh, sehr gut. Ich weiß nicht, wo der andere Typ ist. Okay, das war's. Sehr schön. Puh, meine Güte, das war gar nicht so einfach. So, jetzt können wir aber hier um den Priester kümmern. Wo sei der Priester denn? Dieser Ort wird schwer bewacht. Wo bin ich hineingeraten? So, den kann ich auf jeden Fall schon mal rächen. So. Gucken, wer den getötet hat. Was? Die da oben haben ihn getötet, oder was? Ich hätte jetzt gedacht, dass die Großen ihn getötet haben. Hey! Ja. Finde oder töte den Schuldigen. Warum sind das zwei? Wieso gibt es da zwei Schuldige? Ui, da gibt es doch ganz schön viel einzusagen.
Moment. War das... Ja. Komm her. Komm. Nummer 1. Wie so schön. Ist das wahr, der Gang oder was? Okay. Sag nicht, das interessiert dich nicht, oder was? Königliche Kornkammer, das wird ja auch schon mal interessant an. Da bist du ja. War knapp. Sag mal, den mit dem Schild immer hier. Sehr gut. Mann, die sind aber echt schon fordernd. Das kann man nicht anders sagen. Tod bestätigen. So, habe ich die Quest auch noch? Ich hätte eigentlich gedacht, dass das hinten beim Priester war, aber. So, hier noch ein bisschen was. Da noch ein Schatz. Na komm. Kriegsbogen. Der war jetzt ein normaler Standardkriegsbogen. Den haut mir jetzt nicht so vom Hocker. Jetzt alles eingesammelt. Hier noch was. Okay, gut. Dann war's das. Ja, aber das war ein kleiner Exkurs. So schnell geht das. So schnell ist man wieder abgelenkt. Und weil man einen anderen Assassinen rächen möchte. Oh, Kollege, bist du jetzt tot schon, oder? Was soll ich jetzt tun? Der Tempel wird mich nicht akzeptieren. Sobek hat dieses Gold dir überlassen. Kehre zum Tempel zurück oder zu deiner Familie. Du hast die Wahl. Möge Sobek mit dir sein. Was immer du tust, tu es ehrenvoll. Ägypten braucht Priester, die keine Masken tragen. Ja, 3000 EP. Das ging ja noch. Ich marschiere langsam Richtung Level 27 sogar schon. Sehr gut. So, jetzt habe ich jetzt gerade schon wieder so viel Sachen bekommen. Da habe ich nur das Schwert. Das ist immer noch ärgerlich, dass ich den anderen Kram verkauft habe. Aber, na gut. So, irgendwo hier, die Distanzwaffen waren das, ne? Die unterscheiden sich jetzt nicht so stark. Der ist... der ist schon ziemlich... Ich kann mich hier mal so schwer trennen von sowas jetzt. Der macht so 700 Schaden allein schon. Kritische Trefferchance, Gesundheit. Der ist einfach mittlerweile zu schlecht, der ist. Auch wenn er erst ein Legendärer ist. Kann ich den nicht einbotten? Man kann Legendäre nicht einbotten? Das ist ja interessant. Generell nicht? Nee, man kann generell... den kann ich. Warum darf ich den denn nicht einbotten? Das verstehe ich nicht ganz. Außer weil ich den equipped habe hier immer, ne? Nee, Jagdbogen und das ist Raubtierbogen. Ich darf den aber nicht einbotten. Verstehe ich noch nicht ganz. Na gut, sei es drum. Kommen raus. Naja. So, Fähigkeitspunkte habe ich ein. Soll ich den direkt schon nutzen oder warte ich lieber noch? Dieses Sams ersetzen verwest. Ich wunderte mich auch, warum ich keine Giftpfeile habe. Doch, habe ich sogar. Drückt halten. Kann sie aber nicht ausrüsten. Verstehe nicht. Da brauche ich dafür mehr Plätze in meinem Inventar, in meiner Hilfstasche. Was brauche ich denn dafür? Ach, man ist schon wieder so abgelenkt, dass es geht so schnell. Das war die Hilfstasche. Okay, brauche ich nur 3 Pelze, maximal. Okay, darf ich mehr Sachen mit durch die Gegend schleppen? Aber ich glaube, dann habe ich doch eher Brandbomben, ne? Ich muss doch wahrscheinlich irgendwie dafür sorgen, dass ich was anderes ausgerüstet habe.
Sammle mehr Materialien, anheften. Wie mache ich gefallene Hilfsmittel? Kann ich die hier irgendwie umswitchen? Oder muss sie schleichen? Halte im Spiel 4 gedrückt, um dieses Hilfsmittel auszurüsten. Ja, das ist aber, glaube ich, bei allen so. Handbombe, benutze diese Falle. Wahrscheinlich, wenn ich einen Bogen in der Hand habe. Nee. Verstehe noch nicht ganz. Ich kann mir das jetzt nur so erklären, dass ich irgendwie ein bisschen Pelz brauche und dann so daran komme. Gut, ja, aber ich schweife hier wieder total ab. Der Rachen des Krokodils, das war ja eigentlich das, was ich gleich machen wollte. Das sind die Langzeitquests und die sind sowieso viel zu stark für mich. Okay. So, ich wollte mir jetzt nochmal einen Turm holen, damit ich hier auch noch mehr Schnellreiseziele habe. Hier oben zum Beispiel einer. Hier hochklettern, ne? So, hier an der Seite mal rauf. Das Armenviertel blicken. So, Senus Wahrnehmung erweitert, aber irgendwie, wie gesagt, ich spüre es nicht wirklich aktiv. Kann sein, dass er mehr Sachen sieht, ich das aber gar nicht wirklich bemerke. Ich glaube, hier war tatsächlich noch irgendwo so ein Schatz. Ich meine, hier war auch noch irgendwo ein Turm in der Nähe. Egal. Also Pelze brauche ich eigentlich. Das heißt, ich müsste wohin? Da hinten ist ein bisschen was. Für Pelze wäre eigentlich so ein Wolfsrudel, sage ich schon. Ein Löwenrudel eigentlich am besten, ne? Da hinten glaube ich auch kein Schnellreiseziel. Der Löwen wäre eigentlich perfekt. Hartes Leder, da hinten wahrscheinlich. Da habe ich ein Schnellreiseziel, okay. Dann soll ich das vielleicht mal nutzen. Ich habe es auch markiert. So. Ich will wenigstens noch mal die Hilfsmittel. Hä? Wo geht das denn hier hin? Achso, das ist die Daily Quest, ne? Prüfung des Anubis. Achso, das ist diese andere Quest, okay. Hier nochmal eben Schnellreise hinmachen und dann mal ein paar Löwen. Ja, dann, ich hoffe, dass das dann klappt, wenn ich die Tasche jetzt ausrüste oder erweitere. Dann habe ich noch die Daily Quests und dann sollten wir uns tatsächlich ist das Spiel jetzt abgestürzt? Sieht mir fast so aus. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt jetzt hier. Tut sich damit nichts mehr. Schade. Das war jetzt einer von ganz, ganz wenigen Abstürzen jetzt bisher. Statt haben wir das Spiel jetzt nochmal neu. Es läuft aber die Musik noch, wo ich es schon geschlossen habe. Das ist komisch. Jetzt im Hintergrund doch noch irgendwas offen. Ich muss mal gerade gucken. Mit solch einem Abschuss wurde ich noch nicht konfrontiert. Düpp, düpp, düpp. Jetzt hoffe ich nichts mehr. Warum spielt er die Musik noch ab? Das verstehe ich nicht. Da ist es. Beenden. So, jetzt habe ich das einmal manuell beendet. Gut, dann mal wegklicken, Spiel neu starten. Ich meine, er speichert ja auch an jeder Stelle, deswegen ist das jetzt halb so wild. Hoffe ich. Ja. Dauert diesen kleinen Moment, bis das Spiel startet, aber. Die Zeit haben wir jetzt auch noch. Ich hoffe, der startet jetzt auch noch. Ja.
mal schnell wieder rein. Hast du im Taskmanager, genau, dann muss ich einmal den Prozess killen, einmal. Aber irgendwie, ich habe das Spiel zwar schon geschlossen, aber irgendwie war wohl im Hintergrund noch ein Prozess offen. So, dann wieder zurück, spielen 6, war ich nicht eben schon 27? War ich nicht eben gerade schon 27, frage ich mich? Hat das doch nicht gespeichert? Genau. Achso, das war wahrscheinlich durch die Verzögerung.